Hallo und willkommen zum nächsten Teil meines Tutorials für DCS World und DF15. Im letzten Tutorial sind wir erfolgreich gelandet, das Ganze nach Sichtflugregeln. Ja, wir haben die Landebahn gesehen, konnten einfach nur nach Sicht darauf aufsetzen. Jetzt das Ganze mal ausschließlich unter Zuhilfenahme der Instrumente. Wenn wir hier gerade mal so ein bisschen aus dem Fenster gucken, wir sehen absolut nichts. Auch wenn es eine schöne, sternklare, fast sternklare Nacht ist, ein paar Wolken über uns, aber das unter uns ist auch eine riesige Wolkendecke. Wir befinden uns in der aktiven Pause gerade. Wir müssen noch ein paar Sachen einstellen und wir befinden uns ungefähr an dem Punkt, an dem wir auch schon das letzte Tutorial gestartet haben. Wir möchten wieder auf Mineralien-Vodi landen. Das ist derselbe Flughafen wie im letzten Video. Und wir befinden uns da gerade circa 50 Meilen davor. Gut, damit wir jetzt überhaupt dort landen können, unter Zuhilfenahme unseres ILS, unseres Instrumentenlandesystems, müssen wir das ganze System natürlich erst einmal einschalten. Wenn wir uns im Navigationsmodus befinden, geht das mit einem weiteren Druck auf die Taste 1 und wir merken uns dazu einmal die Entfernung, 49,7 Meilen, denn die brauchen wir gleich noch. Wenn ich jetzt einmal auf 1 drücke, springt das System auch um in den ILS-Modus. Und wir haben schon einen Flugplatz vorausgewählt. Der ist allerdings in 23,4 Meilen Entfernung. Das ist nicht der Flugplatz, den wir suchen. Das heißt, wir steppen jetzt durch, wieder mal mit Linkssteuerung und der Accent-Circumflex-Taste. Und zwar so lange, bis wir hier einen Flugplatz gefunden haben, bei dem die Entfernung einigermaßen stimmt. Die wird nicht genau gleich dem Wegpunkt sein. Bei dem unser Wegpunktmarker wieder unter dem Dreieck ist, da wir gerade ja noch genau auf den Flugplatz zugeflogen sind. Und wo das Kreuz, das hier ist eigentlich ein Kreuz, das sieht man gerade nicht, da da die horizontale Linie genau auf der Horizontlinie des HUD ist, wenn dieses Kreuz hier in der Mitte ist. So lange steppen wir jetzt einfach mal durch. Ihr seht auch, wie dieses Kreuz die Position verändert. Und auch oben der Wegpunktmarker. Hier in dem System sind alle Wegpunkte der ganzen georgischen Karte drin gespeichert, alle Flugplätze. Deshalb ist das immer etwas mühselig, da durchzugehen, aber man findet es ja doch. Gut, unser Kreuz ist schön in der Mitte, wir fliegen einigermaßen drauf zu und die Entfernung scheint auch schon stimmen. Dann haben wir schon mal einen richtigen Flugplatz. Ich nehme die Pause jetzt raus und wir fliegen los. Was ist dieses Kreuz und was tut es? Es ist so etwas wie ein Flight Director, wer das vielleicht schon aus anderen Flugsimulatoren kennt. Im Prinzip sagt uns dieses Kreuz, dass es ähnlich wie der Strich zum Wegpunkt. Dieses Kreuz sagt uns, wohin wir fliegen müssen. Nur hat das jetzt im Gegensatz zu dem einzelnen vertikalen Strich für die Wegpunkte, hat dieses Kreuz jetzt auch noch einen horizontalen Strich, was uns die Höhe mit angibt. Der Wegpunktmarker, der einzelne vertikale Strich, hat uns ja prinzipiell nur die Richtung angegeben, in die wir fliegen müssen. Dieses Kreuz tut jetzt beides. Das gibt uns sowohl die Richtung an, als auch die Höhe. Bei der Höhe kann ich euch nur empfehlen, dem Kreuz nicht hundertprozentig zu folgen, zumindest nicht am Anfang. Da es versucht, euch auch auf diesem 3 bis 4 Grad Gleitpfad hier zu halten, wie ihr gerade seht. Also wenn ich da nur ein Stückchen drüber gehe, wird dieses Kreuz sich jetzt schon gleich wieder nach unten verabschieden. Das heißt, wir sind über dem vom Computer errechneten Gleitpfad. Ihr seht, wie es so ganz langsam nach unten wandert. Wenn ich die Maschine jetzt ein bisschen unter den 3 Grad Gleitpfad drücke, kommt das Kreuz auch wieder nach oben. Wenn ihr teilweise am Anfang krasse Abweichungen habt dazu und ihr drückt die Maschine oder zieht die Maschine genau auf das Kreuz, dann wird das hin und her springen. Und ihr seht auch schon, wenn ich nach links oder rechts banke, also wenn ich nach links oder rechts rolle, verändert das Kreuz auch seine Position. Das ist wirklich analog zu dem vertikalen Strich von den Wegpunkten. Gut, so viel dazu. Wir kontaktieren einfach schon mal, während wir unserem Kreuz hier weiter folgen, den Tower und sagen ihm, dass wir im Anflug sind. Oh, das habe ich schon getan. Gut, das ist nicht weiter schlimm, das ist wie im letzten Tutorial. Ihr drückt prinzipiell die Raute, dann F5, wählt euren Flugplatz aus und drückt einmal die 1. Da gibt es absolut keinen Unterschied zu. Außer, dass ich mich frage, warum ich das jetzt schon getan habe. Aber naja. Gut, wir folgen weiter diesem Kreuz. Ich werde jetzt auch schon mal langsam den Schub ein wenig zurücknehmen. Wir sind zwar noch 29 Meilen entfernt, aber ich möchte hier auch nicht zu schnell sinken. Ich möchte gleich vor allem auch nicht zu hart bremsen müssen. Deshalb gehe ich jetzt einfach schon mal so auf 80% RPM runter. Irgendwann im Bereich zwischen, ich schätze mal zwischen 20 und 15 Meilen, wird dieses
Kreuz in der Mitte einmal einen Sprung machen. Wenn das diesen Sprung macht, heißt das nichts anderes, als dass es den ILS-Localizer des Flugplatzes aufgeschnappt hat. Der ILS-Localizer ist ein kleines Funkfeuer, was grob gesagt am Ende, beziehungsweise für uns am Anfang der Runway steht. Dieses Funkfeuer ist gerichtet, gibt auch den Gleitpfad wieder und durch die Funksignale, die das Flugzeug aufschnappt, kann es hier die Position errechnen und uns demzufolge diese ganzen Anzeigen hier liefern. Wenn es diesen Sprung machen sollte, gleich dieses Kreuz, ist das nicht weiter schlimm. Das heißt nicht, dass wir jetzt panisch werden müssen und direkt da drauf ziehen müssen. Wir sollten ihn mal allerdings dennoch weiter folgen. So, ich gehe noch weiter vom Schub runter. Ich gehe jetzt komplett auf Idle. Denn das ist mir doch ein wenig viel hier gerade. Und ich versuche weiter das Kreuz mit ganz, ganz kleinen Stickbewegungen in der Mitte zu halten. Ich möchte das Ganze ja schließlich so exakt wie möglich fliegen. So langsam sollte der von mir eben erwähnte Sprung kommen. So lange versucht uns das Kreuz nur auf einem einigermaßen guten Gleitpfad in Richtung Flugplatz zu bringen, in die Flugplatznähe. So lange halt, bis es diesen Localizer aufschnappen kann. Bis wir nah genug dran sind dafür. Knoten, 13 Meilen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da ist es gesprungen. Das heißt, wir sind jetzt relativ krass unterhalb des Gleitpfades und das sehen wir auch hier. Hier kam gerade die Anzeige GSDN für Glide Slope Down rein. Das sagt uns auch, dass der Gleitpfad unter uns ist. Wenn da GSUP für Glide Slope Up steht, wäre das dementsprechend das Äquivalent für die andere Richtung, dann wäre der Gleitpfad über uns. Gut, 9,5 Meilen. Ich fahre schon mal das Fahrwerk aus. Das gibt uns dann auch nochmal ein bisschen Bremswirkung. Wir können die Klappen ja erst ab 250 ausfahren. Und ich werde jetzt zweimal die Tasten Alt Graphics, also Alt GR, das ist die rechte Alt-Taste, und L drücken. 1, 2. Das hat im Prinzip als einen kleinen Bugscheinwerfer angemacht. Wir haben zwei davon unten drunter. Das werde ich euch gleich nach der Landung nochmal von außen zeigen. Das wird uns aber vor allem auch bei Dunkelheit helfen, die Landebahn hinterher noch ein kleines bisschen besser zu erkennen. Und Landelichter sollte man im Dunkeln ja eh im Arm haben. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich nach dem Aufsetzen nochmal von außen. Wir sind unter 250, ich fahre die Klappen aus. Drei grüne Lichter fürs Fahrwerk, Klappen fahren aus. Klappen sind ausgefahren, super. Speedbrake raus, ich möchte weiter Schub verlieren. Ja, cleared for visual ist lustig, aber wir fragen natürlich trotzdem nach Landeerlaubnis. Da kommt unser Anstellwinkel rein. Es kann manchmal sein, dass der Tower euch nicht antwortet auf die Bitte nach Landeerlaubnis, wenn ihr einfach noch zu weit entfernt seid. Speedbrake wieder rein. Schub geben. Wir sind zu tief. Ich frage nur nochmal nach Landeerlaubnis. Da haben wir unsere Landeerlaubnis. Wir sind auch wieder auf dem Gleitpfad. Unser Pitch sieht gut aus. Geschwindigkeit sieht relativ gut aus. Ich nehme wieder ein kleines bisschen Schub zurück. Das Piepen war der Outer Beacon. Das ist ein Marker Beacon, ein kleines Markerfunkfeuer, das einfach nur piept, wenn man drüber fliegt. Das ist ganz gut, um die Entfernung zu bestimmen. Davon gibt es auch noch einen Inner Beacon. An manchen Flugplätzen gibt es auch nur den Inner Beacon. Haben aber ein unterschiedlich charakteristisches Piepen. Das könnt ihr, wie gesagt, dazu verwenden, die Entfernung zu bestimmen. So, ich gebe
relativ viel Schub gerade wieder. Da wir doch oberhalb des Gleitpfades sind, so langsam können wir unten schon was sehen. Da ist unsere Landebahn. Das war doch gar nicht so schlecht. Ab jetzt, wie gerade eben ist gut wie im letzten Tutorial, ein wenig flären, das heißt die Nase hochziehen, den Geschwindigkeitsvektor kurz unter den Horizont bringen, damit das Aufsetzen nicht zu hart wird. Ja, das war relativ hart. Schub komplett raus, Speedbrake raus. Und ich versuche die Nase oben zu halten für das aerodynamische Bremsen. Gut, jetzt dachte der Tower, ich möchte wieder zur Startbahn rollen, aber das möchte ich nicht. Gut, da lassen wir die Nase runterkommen. Und gucken mal, welche Ausfahrt wir nehmen. Ich bremse schon mal ein bisschen mit meiner Radbremse. Ich glaube, da vorne kommt die nächste Ausfahrt. Das hier sieht nach einer Ausfahrt aus. Ah, die können wir auch, die nehmen wir. Ich musste gerade einmal kurz gucken, ob wir nicht eventuell noch ein wenig zu schnell sind, aber nein, sind wir nicht. Alles super. Tja, damit wären wir auch unter relativ schlechten Wetterbedingungen gelandet. Ist meine Luftbremse noch draußen? Ja, ist sie. Die kann wieder rein. Die Klappen können auch wieder rein. Super. Gut, ich wollte euch noch die Sache mit dem Bugradscheinwerfer zeigen. Das kann ich hier am Boden gerade ganz gut tun und werde es auch gleich nochmal aus der Außenansicht tun. Die sind normalerweise aus. Mit der Taste Alt-GR, also die rechte Taste Alt-Taste und L, könnt ihr die erste Stufe anmachen. Die erste Stufe ist sowas wie der Nahmodus. Da geht der Scheinwerferkegel nicht ganz so weit und wir haben hier an unseren Schultern auch noch diese roten Lichter. Das ist für die Fahrt am Boden, dass man uns da einfach besser sieht. Die roten Lichter sind dafür, dass man uns besser sieht und naja, wir möchten natürlich auch nach vorne was sehen. Es gibt aber noch den zweiten Modus, den aktivieren wir mit einem weiteren Druck auf Alt-Graphics und L. Ihr seht, der Scheinwerferkegel hat sich jetzt ein bisschen nach hinten geschoben. Also der geht weiter und die roten Lichter sind auch aus. Das sind quasi unsere Landescheinwerfer. Damit können wir die Startbahn relativ gut aufleuchten, wie ihr gerade gesehen habt. Gut, wir parken einmal. Oh, da nehmen wir doch mal direkt den Parkplatz hier. Das sieht doch relativ gut aus. Und dann zeige ich euch das Ganze auch noch einmal von außen. Wir gehen in die Außenperspektive. Und wir sind immer noch in dem Weitmodus. Da seht ihr da unten die Lampe leuchten. Ich mache die jetzt wieder aus. Und für den Nahmodus gibt es oben eine kleinere Lampe. Das ist der Nahmodus, das ist der Weitmodus und aus. Muss ich einmal gucken, ob man das... Ja, dank der Wolkendecke kann man den Unterschied wahrscheinlich gar nicht so gut sehen, wenn wir mal nach vorne gucken. Nahmodus. Ah, Weitmodus, man hat doch gesehen, es wird ein bisschen heller vorne. Und wieder aus. Gut. Wir fahren unsere Triebwerke runter und sind erfolgreich gelandet. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, euch vielleicht ein wenig was Neues zeigen und beibringen. Wenn ihr Kritik habt, immer raus damit, immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin über jede Kritik dankbar oder natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, gerne kurz Bescheid sagen. Die harte Landung bitte ich euch zu entschuldigen. Dafür haben wir jetzt alle grundlegenden Tutorials abgeschlossen. Ihr solltet die Maschine sicher nach oben und auch wieder nach unten bringen können. In den nächsten Tutorials nähern wir uns langsam den Waffensystemen an. Das nächste Tutorial wird sich rein um das Radar drehen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dann!